Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu der 84. Folge von Batman Arkham Knight. Und da war ja noch ein Turm, den wollen wir uns holen. Hin. Jetzt gibt's mal hinter die Ummel. Und noch ein Schläger. Jawohl. Und weg. Geht um. Und jetzt gibt's noch mehr Schläge, noch mehr Schläge. Und noch mehr Schläge, noch mehr Schläge. Und zack. Knie in die Fresse. Und Kopfnuss. Und gute Night. Good fight. So. Oh ja. Ich weiß, was du willst. Du willst das. Du willst dieses eine Gel und Tarock und Sprühe, Sprühe, Sprühe und Bam, out. So. Zwei Wachtürme sind noch aktiv. Wir wollen doch nichts unerledigt lassen. Immer zögerst du, Batman. Das kommt dich bald teuer zu stehen. Meinst du? So wie ich sehen konnte, haben sie ihm übel zugesetzt. Es ist keine gute Nacht, um Feuerwehrmann zu sein. Es ist für gar nichts eine gute Nacht. Brennt. Da brennt was. Ach so, ey. Oh. Schön. Wir haben Asrael gefunden. Weißt du was, Betsy? Ich werde dich vermissen. Nein, 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 ich mein's ernst. Wirklich. Ohne dich werde ich den Verstand verlieren. Okay, Asrael. Was willst du? Ich bin bereit für deine letzte Herausforderung. Das ist die härteste bisher. Genau. Okay. Ah. Nur ein würdiger Nachfolger kann diese Herausforderung meistern, ohne getroffen zu werden. Ja, Wiederholung. Wir machen noch mal den. Konzentrier dich. Schnippi, schnapp. Werde ich siegen. Das kannst du besser. Zack.
schwer war das doch gar nicht. Ich muss dir meinen Respekt zollen, Azrael. Du hast den Test bestanden. Ich melde mich, wenn ich mich entschieden habe. Die Entscheidung fiel bereits, Batman. Ich bin jetzt bereit. Ich entscheide, wie das läuft, nicht du. Genau. Mit jedem Augenblick, den du vergeudest, fällt Gotham tiefer. Entscheide dich rasch, oder sie ist auf ewig verloren. Mhm. Sir, wir haben Azrael identifiziert. Sein echter Name ist Michael Lane. Er war GCPD-Officer, bis man ihn wegen psychologischer Probleme suspendierte. Und aha. Tja, er scheint wie vom Erdboden verschluckt. Damals muss der Orden von Saint-Dumas ihn rekrutiert haben. Es wird noch viel seltsamer, Sir. Der Weltcomputer hat Unregelmäßigkeiten in Lins Physiologie festgestellt. So etwas habe ich noch nie gesehen. Schick die Daten zum Uhrenturm. Ich analysiere sie dort. Ganz recht, Sir. Okay, ich sag mal so, Uhrenturm, gleich als nächstes, fertig. Dann haben wir nämlich Azrael dann auch fertig. Freu. Ich mochte Batmans altes Auto. Sah so schön retro aus. Halt wie so ein Oldtimer. Und das hat sich auch nicht in einen Panzer verwandelt. Okay. Und da. Was finden wir wohl in Azraels Gehirn, Batsy? Wer weiß, vielleicht verbirgt sich ein böser Hofnarr darin. Ach, Joker. Du bist scheiße. Ich sende jetzt die Daten über Michael Lane. Ich bin kein Neurologe, Sir, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht aussieht, als würde es in ein Gehirn gehören. Nö. Es handelt sich um einen implantierten Mikrochip, der mit dem Schläfenlappen verbunden ist. Der Gehirnregion zum Speichern und Abrufen von Erinnerungen. Welche Erinnerungen? Beginne Visualisierung. Azrael, Bewahrer des Glaubens, Verteidiger der Reinheit. Der Orden von Saint-Dumas beschützt Gotham nun seit über 500 Jahren. Und es ist eine heilige Pflicht, unser Vermächtnis fortzuführen. Okay. Du hast den dunklen Ritter jahrelang studiert, seine Strategien erlernt, seine Taktiken analysiert, jedes seiner Manöver perfektioniert. Die Zeit ist gekommen, deine Mission abzuschließen. Nun finde Batman. Beweise ihm, dass du ein würdiger Nachfolger bist. Aha. Okay. Er scheint keine schlechten Absichten zu hegen. Wollen Sie etwa sagen, dass diese Erinnerungen manipuliert wurden? Ja, ich kenne dieses Symbol aus Arkham City, Alfred. Es ist die Geheimsprache des Ordens. Sie haben Markierungen in Lanes Erinnerungen versteckt, die sein Verhalten aus dem Unterbewusstsein heraus verändern. Okay. Wenn ich die Markierungen finde, kann ich die Frequenz rekonstruieren und die Botschaft entschlüsseln. Okay. Indem ich die Markierung gescannt habe, wurde ein Teil der Frequenz rekonstruiert. Es funktioniert. Gefunden. Ein Teil der Frequenz wurde rekonstruiert. Es gibt vermutlich noch eine weitere Markierung, die ich scannen muss.
wo bist du? Eckstein, Eckstein. Das war's. Die Frequenz ist vollständig. Jetzt sollte ich die Botschaft lesen können. Der dunkle Ritter steht unserem Vorhaben im Weg. Er verhindert, dass das Böse in Gotham wahre göttliche Gerechtigkeit erfüllt. Aha. Wenn du dich bewiesen hast, warte auf den rechten Augenblick und stärke ihn nieder. Nimm deinen rechtmäßigen Platz als Gothams neuer Beschützer. Sei voll und ganz willens, deine Mission zu erfüllen und diese Stadt zu schützen. Okay. Batman ist schuld. Die nehmen definitiv kein Blatt vor den Mund, nicht wahr, Master Bruce? Wie stoppen Sie ihn? Wird er nicht. Lane. Lane ist tot. Ich bin Azrael, Ritter des Ordens von Saint-Dumas. Der Orden hat dich angelogen, deinen freien Willen geraubt. Genau. Lügner, du verhinderst die wahre Gerechtigkeit. Wir stehen auf der gleichen Seite, Michael. Nein. Nein. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was ich tue. In diesem Fall hast du die Wahl. Okay. Bewahrer des Glaubens, du weißt, was getan werden muss. Der dunkle Ritter muss sterben. Aha. Schwert ergreifen. Die Klinge ruft nach dir, Azrael, ihrem einzigen wahren Herrn. Okay. Bevor ich fortfahre, mache ich hier jetzt schon mal den Cut. Wir sehen uns gleich weiter. Ich drücke sogar extra auf Pause, ne? Weil die Zeit ist gleich abgelaufen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und jetzt wollen wir mal entscheiden. Okay? Strecke Batman nieder. Töte ihn. Nein, wir zersprechen das Schwert. Gotham verdient Gerechtigkeit, aber ich werde nicht das Blut Unschuldiger vergießen. Rundum verlassen. Du hast dich richtig entschieden, Michael. Ich erfülle nur Gottes Werk. Der Orden muss bezahlen für das, was sie mir antaten. Ja, ich denke auch, wir haben uns richtig entschieden, dass wir ihn Charakter, also vor Jahren war Michael Lane Teil eines Programmes, dessen Ziel darin bestand, ultimative Verbrechenkämpfer zu erschaffen. Er führte jedoch dazu, dass er zu einem verrückten Kriminellen wurde. Nachdem Batman seinen Plan durchkreuzt hatte, beichtete Michael seine Sünden den Orden von Saint-Dumas. Dieser rekrutierte Michael und ließ ihn unter dem Namen Azrael mit der Rüstung des Leids und des Schwerts der Sünde das Böse bekämpfen. In Arkham City hat Azrael Batman Untergang prophezeit. Nachdem er den Kampfstil des Dunkelritter eingestürzt hat, sieht Azrael sich als auserwählter Nachfolger des markierten Rechners. Die Rüstung des Leides macht ihn stärker, ausdauer und schneller. Im Schwert der Sünde brennen die Seelen der Verdammten, neigt zu Anfällen von Wahnsinn, ausgebildete Militär und Polizei. Ja, und damit haben wir jetzt nur noch drei Felder. Aber haben wir nicht Azrael zweimal hier drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Arkham Knight. Batgirl. Ja. Drei fehlen uns noch. Wir haben uns richtig entschieden. Danke. Ja. Wie viel Prozent haben wir jetzt schon?
88,4. Wir haben jetzt noch, oh, ich sehe schon, kommen die drei Sachen. Und da würde ich mal sagen, machen wir mal weiter, wa? Überall ist eine Bombe verteilt, eine Mine. Und die finden wir jetzt hier. Leichtpanzer, Massenevakuierung. Ich liebe Goffenbach. Was ist Batman? Er hat einen verdammten Panzer! Ach nee. Guck jetzt, wo ob ich die Mine hier noch finde, weil die müssen wir ja jetzt hier noch entschärfen. Aus dem Weg. Jawohl. Als Fledermaus verkleidet man sich doch nur, wenn man nicht mehr alle Tasten im Schrank hat. Ich will gucken, wo die Mine ist. Ja, ich verwies mal kurz die Stadt. Und wo hier muss doch die Mine sein? Ach, hier war das erste Opfer. Ja, den Schaden bezahle ich schon, wenn ich Lust habe. Wo ist die verkackte Mine? Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Okay, die Mine finden wir erstmal hier nicht. Deswegen fahren wir jetzt geradeaus und gehen hier rüber und da haben wir nämlich noch einen Turm. Liebchen, tu mir nichts, friss mich nicht. Und gefunden. Batman kriegt, was er verdient. Scarecrow ist noch nicht geschlagen. Was sollen all diese grünen Fragezeichen überall? Stadtweites Kunstfestival oder was? Ganz schön prätentiös, wenn du mich fragst. Die Drohne hat ein Ziel. Nein, mach das! Hilfe sucht man nur! Aufschwärmung weiter! Ja! Ja, ich weiß, du bist wieder dein Stoff. Und auf da. Jawohl, und bang. Somit haben auch den Turm ausgeschaltet.
einen Milizwachturm übrig, Alfred. Zeit, das hier zu beenden. Und das werden Sie auch, Master Bruce. Bestellen Sie mal die Grüße. Mach ich. Letztes Mal hast du dich zurückgehalten. Du hast am Ende nicht zugeschlagen, wenn du es hättest tun sollen. So. Dann werde ich nämlich zur anderen Seite nämlich fahren. Okay, okay. Wir machen bei 1 oder 2 Ausschreitungen mit, aber nicht mehr. Ich muss morgen. Na, fahre ich auch noch falsch, ich Depp. Ach, der Wärter hat ja auch wieder auf die Kinder aufpasst. Ich lebe es, wenn ich mich verfahre. Ja, Rittler. Oh, dieses Rätsel. Hä? Was bist du denn? Ah, okay. Glaube. Wenn das jetzt hinhaut, der fress ich einen Besen. Hingehauen. Nein. Ja, ich glaube fast. Also ich probiere es nochmal mit der Version. Verstehe. Das müsste jetzt eigentlich genau nach meiner Berechnung. Ich hab's geschafft. Ich hab diese scheiße Hitler-Trophäe. Alter Schwede, ey. So. So, wir haben die Hitler-Trophäe. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, da müsste ich ja nochmal. Okay. Aber wir haben's geschafft. Eine Mine, ein Tor. Und Tom entdeckt. Ein Schreckmiss über meine Flügel drin. Hört ihr, Leute? Wir können ihn erledigen. Er hat recht. Heute Abend ist unsere Chance. Mit einer ganzen Armee und uns gegen sich hat er sich deutlich übernommen. Thank you.
Wann laufen hier viele Typen mit der Katlin rum, ey? Lieben Damen und Herren, ich beende jetzt hiermit die 84. Folge und in der 85. Folge machen wir weiter. Ich drücke auf Pause, denn die 85. Folge mache ich gleich für euch. Und hiermit sage ich, zock gut, euer Gamer Dico sagt ciao. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard, auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt, und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind. Mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!